Schön. So, herzlich willkommen zum Anime Slam Podcast. Ich bin PWL und heute mit mir der Starkev und diesmal nicht im Livestream vermerkt der Drachi, der ganz spontan mal entschlossen hat, mir zu helfen. Könnt der ganz Hallo spontan sagen? Dazu gezwungen wurde, uns zu helfen. Ja, also, warum ist heute weniger los als letztes Mal? Schickt böse Tweets an den verehrten Peter von Anime Fun Clan und Jojo, der einfach 10 Minuten vorm Podcast gesagt hat, ja, sorry, ich habe keine Zeit. Beide. Hier ihre Adressen, bitte ganz viele Drohbriefe hinschicken. Ja, also vielen Dank an euch beiden. Nächstes Mal bitte 5 Minuten früher, da habe ich wenigstens 15 Minuten Zeit, um zu paniken. Ja, so, jedenfalls 15 Minuten Zeit, um noch jemanden zu zwingen. Das ist nicht wahr. Zumindest nicht komplett. Du kannst mir nichts. Ja, kannst nichts beweisen. Ja, gut. Naja. Ich hatte hier noch die Möglichkeit. Gut, der Punkt ist halt, heute ist der Drachi da. Der hat jetzt ein bisschen weniger Ahnung von Anime, aber ich hoffe mal, er kann ab und an mal was raushauen, was vielleicht sinnvoll ist und uns dann zum Diskutieren bringt, sodass Kevin und ich mir den Kopf einschlagen. Dann kann er wenigstens von der Seite zuschauen und lachen. Wenigstens irgendwas Sinnvolles machen. Mit dem Zeug. So. Letzten Gut. Versuchen alles. Wir können es ja mal probieren, wenn es nicht läuft. Heute, by the way, geht der Podcast ab heute läuft der Podcast maximal 2 Stunden. Ich denke nicht, dass wir heute diese 2 Stunden überhaupt nur ankratzen werden. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, man kann es ja probieren. Gut, Kevin, ja. Starkev und Drachi, den ich seit 10 Minuten kenne, 6, 10. Sagt mal an, was habt ihr so die letzten Wochen geschaut? Ich würde sagen, unser Gast fängt an, vielleicht geht es ja dann schneller. Was hast du so in den letzten, okay, bei dir könnte es vielleicht ein Monat sein, was hast du so als letztes gesehen? Also in der letzten Zeit, der letzte Anime, den ich wirklich beendet habe, war Blessed Writer Genetic. Sagt mir nichts. Ist ein relativ unbekannter Anime. Es geht halt eben um Menschen, die durch Mikroroboter zu maschinellen Monstern werden. Mhm. Auch Tote, die dann gar nichts mehr denken können. Okay. Und diese sollen versuchen, die Welt zu zerstören, um eine neue Welt aufzubauen. Und einer von denen ist halt eben gut und versucht das zu verhindern. Also gut, so Sci-Fi-Shit von wegen Roboter und so. Also, ja. Was man halt in vielen Hollywood-Filmen auch sieht. Skifi. Aber ein relativ guter Anime, wie ich finde. Hatte auch ein paar, ja, ich sag jetzt mal sentimentale Stellen. Es muss es geben. Hier links. Wenn irgendwie von, ich sag jetzt mal, 27 Hauptcharakteren am Ende noch 2 überleben. Wie kann es 27 Hauptcharaktere geben? Was sagen wir, 27 Charaktere mit einer größeren Rolle. Wie lang ist das Ding? Wie viele Folgen hat das? Erklär's mir bitte. 24. Da hat es keine 27 Hauptcharaktere. Du verfolgst doch irgendeinen Charakter des Längeren, oder? Jede Folge 1,15. Wie, es 1,15? Gab Folgen, in denen sind einfach mal 5 verschiedene Leute gestorben, also. Ja, aber das heißt doch nicht, dass sie Hauptcharaktere sind. Ich meinte jetzt gerade einfach mit Hauptcharakteren. Also Pro-Tipp, wahrscheinlich die Charaktere, die in den ersten 10 Folgen sterben, sind nicht Hauptcharaktere. Doch, wobei, ich vergesse Tengentopper. Jo. Ich denke einfach, das waren Charaktere, wo eine größere Rolle gespielt haben, im späteren Anime. Mhm. Okay. Ja, sonst baue ich gerade noch Akatsuki no Yona. No Yolo? No Yona. Yona. Akatsuki no Yona sagt mir, glaube ich, sogar was. Ich muss mal kurz auf meine schlaue Seite schauen. Die könnt mir vielleicht weiterhelfen. Dessen Anime da gerade läuft und. Also ist es in dieser Season. Da müsste. Deswegen sagt mir auch viel. Wahrscheinlich bin ich ein paar Mal drüber gefahren und dachte so, nee. Das ist die Song. Akatsuki no Yona. Akatsuki no Yona. Yona. Yurikuma Arashi ist das, glaube ich, nicht, das ist irgendeine Yuri-Scheiße. Ah, da, ich sehe es. Oh Gott, dieses Cover. Das hat mich abgeturnt. Ja, korrekt. Ja, das habe ich mir nicht angeschaut. Das gerade an. Ist das interessant? Englisch. Oh, es kommt ja noch eine Folge raus. Es kommen 22 Folgen raus.
Also 24. Auf Elite-Anime steht 24 und beim letzten Mal stand da 12 drauf und es ging immer noch weiter. Okay. Okay, jetzt habt vielleicht nicht komplett up to date gehalten. Falls Lärm bei mir im Hintergrund ist, es tut mich sorry. Ich kann da nichts vormachen. Naja. Und wo ich mich gerade dazu durchringe, ist zu schauen, wo mich wahrscheinlich ein paar dafür hassen werden. Niemand. Ist Death Note. Weil ich Death Note bisher noch nicht den Hype verstehe. Der Punkt ist halt, man muss aber auf dieses Katz-und-Maus-Spiel stehen. Das muss dich halt irgendwie interessieren. Und wenn es dich nicht interessiert, dann bist du so wie ich, hi. Also ist es auch. Also Death Note, ich denke auch, das ist so ein Anime, da macht's der Hype mehr kaputt, als es wirklich so ist. Wenn das so ein Nischending wäre, dann könnte ich sagen, boah, das ist richtig gut. Wenn so, aber dass das da so groß gesprochen wird, ach, Death Note, beste Anime, vor allem die ganzen jungen Mädels, wenn ich die mal höre. Also, gerade so im deutschen Bereich finde ich das sehr schlimm, weil es gibt, was heißt deutscher Bereich, aber hier fällt es mir natürlich logischerweise am meisten auf, da ich ein Deutscher bin. Man merkt immer so zwei Arten von Anime-Fans. Die wirklich alles schauen und sagen, ja, das ist alles so irgendwie equally, ne? Oder es gibt das ist der erste Anime, den ich jemals gesehen habe und ist der beste forever. Sogar die jetzt keine Anime schauen, die sagen trotzdem, Dragon Ball war damals genial und sie lieben Dragon Ball, es kann nichts Besseres als Dragon Ball geben. Also sind sie auch diese Nische, wo man sagt, es gibt so Dragon diesen Ball. Einen. Ja. Ich bin nur teilweise so. Nachdem ich Akame ga Kill als meinen ersten Anime geschaut habe. Ach stimmt, der ist ja fertig, ne? Total gehypt davon. Ah, geht so. Und bin ich bisher immer noch, also, ja. Also, Akame ga Kill, den fand, ich weiß es gar nicht. Kevin, hast du ihn geschaut oder hast du ihn vorzuschauen? Nein. Ich hab vor, ihn zu schauen. Dann mute ich mal, ich mach den Spoilerfinger raus, weil ich möchte mit Drachi darüber reden. Okay. So, Spoiler, Achtung. So, Drachi, sag mal an. Wo hört denn nochmal der Anime auf? Ich bin im Manga aktuell, aber ich weiß nicht, also, wie der Anime aufhört. Ja. Also einfach das Ende oder wie? Ja, einfach sag mal an, wie ist das geendet, weil ich denk mal, wenn du mir so ein paar Stichworte sagst, dann weiß ich das circa. Weil, wie gesagt, also, ich habe den Manga gelesen. Nachdem jetzt so gut wie alle gestorben sind. Wie immer. In Akame ga Kill. Weil dann der Kampf gegen den Kaiser und den einen, wie heißen die jetzt wieder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dieser Berater vom Kaiser. Der Kaiser hat dann diesen Riesenroboter da. Gut, okay, ausgepackt. Vergiss es. Das ist was ganz anderes als im Manga. Ja, wahrscheinlich dieses Anime-Ending. Gut. Ich komme mal Kevin zurück. Mo. Ja, gut, aber ich muss sagen. Ja. Du warst enttäuscht, mich halt. Okay. Wenn der Anime und der Manga zwar den gleichen Anfang haben und so weiter, aber sich dann gerade einfach nur am Ende splittet, einfach aus dem Grund, dass das nicht mehr als 24 Folgen werden, deswegen machen sie einfach so ein abruptes Ende, das eigentlich nicht dazu passt. Scheiße, mein Handy ist an. Scheiße, es ist nicht auf lautlos. Und scheiße, ich bin zu blöd für ein Passwort. Offline-Modus. So. Hat nie jemand gehört. So, jetzt ist auch weg. Jedenfalls, das kotzt mich persönlich am meisten an, wenn der Anime nicht dem Manga treu bleibt. Bei manchen Serien ist es klar, das können sie nicht machen, wie zum Beispiel jetzt bei, also beziehungsweise können sie nicht konstant machen, da das Ding noch nicht fertig ist. Aber dann sollte man auch keinen Anime drüber machen, egal wie beliebt das Ding ist. Und wieder. Das kotzt mich ja bei sehr vielen Serien, zum Beispiel Highschool DxD, ich weiß nicht, wie weit die Mangas sind. Aber ich weiß, es gibt drei Staffeln. Achso, es ist Light Novel. Ah, wie kann sowas auf der Light Novel passieren? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Wie? Ich kann es mir nicht ansatzweise vorstellen. Also wenn, dann muss es eine Light Novel sein, die tatsächlich auch Bilder hat. Es gibt viele Light Novels mit Bildern. Ja, deswegen. Okay. Aber das Wort tatsächlich. Zumindest so Akame ga Kill, das Ding basiert ja auf einem Manga. Da bin ich auch aktuell momentan. Oh Gott, Kevin, sag mal, gibt's das in Deutschland, Akame ga Kill Mangas? Akame ga Kill, also die Anime gibt's in Deutschland, soweit ich weiß, noch nicht, aber schon zum Vorbestellen. Das soll aber, soweit ich weiß, auch vielleicht mit einem deutschen Dub auf Pro 7 rauskommen.
So wie ja. ich es bisher gehört habe. Stimmt, ja, richtig, da war ja auch was. Jetzt kommt ja gerade Black Bullet und nach Black Bullet dürfte dann wahrscheinlich Kamiga Kill kommen. Oder das nehmen sie für Wolfsrain als Ersatz. Oder nee, was kam nach Wolfsrain? Guilty Crown. Achso, ja, Guilty Crown. Das verstehe ich auch nicht, Wolfsrain, aber das Ding läuft seit Jahrzehnten und das ist ungelogen. Ich weiß so, ich habe es damals geschaut, da war ich so ein kleiner Hosenscheiße. Auf Pro 7. Nee, kennt ihr noch die Funscreen? Das Magazin. Okay, seid beide zu jung. Das war so ein Spielemagazin. Übrigens, zur Information, Akamega Kill, den Manga gibt es noch nicht in Deutschland, aber ich kann mir vorstellen, dass er bald kommt. Ja, hoffentlich, weil das Ding ist richtig, richtig gut. Das wäre so eins, das will ich in meinem Schrank. Also Akamega Kill, ich fand auch den Anime extrem gut. Und Anime, Manga kann ich nicht viel sagen, weil ja. ich bin der Anime-Schauer. Ja, Manga, das entwickelt sich. Du hast jetzt quasi deine Richtung gefunden, beziehungsweise hast jetzt dich entschieden, du schaust jetzt Anime, du kapselst dich ab von der Zivilisation und wärst jetzt ein Nerd. Dann kommt jetzt kommt die typischen Momente. Erst schaust du German Dub oder du überspringst das, was ziemlich gut wäre. Dann schaust du German Sub. Dann schaust du German Sub und irgendwann kommt der Moment, wo du merkst, die Deutschen sind viel zu scheiße langsam und dann kommen die English Subs. Und dann merkst du so, die Animes, die releasen viel zu langsam und dann holst du dir irgendeine scheiß App und liest damit deine Mangas. Oder schaust dir die erste Folge vom Anime an, merkst du, gut, das Ding wird fertig in 11 Wochen, ich schau mir lieber den Manga mal rein. Also so sieht es bei mir aus. Also bei mir ist es so, ich schau den deutschen Sub. Und wenn es nicht so lange dauert, bis die Folgen kommen oder englische Sub früher kommen, dann schaue ich mir den englischen Sub. Es kommt immer, die englischen kommen immer früher raus. Ja. ja. Nur wenn der Anime halt eben noch nicht draußen ist. So wie jetzt zum Beispiel bei Akatsuki no Yona, schaue ich mir auch die englischen Subs an, weil mir die deutschen einfach zu lange dauern. Ja gut, wenn die komplett draußen sind. Das Positive ist bei Deutschen ist, die Qualität ist höher. Das muss man den Deutschen lassen. Die Qualität ist wirklich um einiges höher als bei den Englischen. Die machen ja meistens so diese schnellen Subs. Also die hauen es sofort raus quasi. Und die Deutschen polischen das halt und releasen das dann auch. Ja. Und das ist halt das Positive an Deutschen. Mit der deutschen Sprache kann man auch in manchen Sätzen wesentlich genauer ausdrücken, was man sagen möchte. Bei den englischen Subs ist es halt so, das ist dahin geklatscht, um so schnell wie möglich zu releasen und teilweise verstehst du gar nicht, was die meinen. Ja. Ich hatte das letztens, ich habe irgendwas rewatcht, das habe ich damals bei Release angeschaut und ich habe da diese Szene absolut null, ich habe nicht gewusst, was es sich da dreht. Und dann habe ich mir das Ding nochmal angeschaut, ich glaube ein halbes Jahr später. Ich kann jetzt nicht sagen, was. Wirklich nicht. Und dann hat es plötzlich Sinn gemacht. Es ergibt doch alles Sinn. Aber dann, es gibt auch so Sachen, die sind... Ups, ist der Punkt gefallen. Es gibt auch so Sachen, die haben nur einen 2 Wochen Unterschied. Und diese 2 Wochen, dann kommen halt die Quality-Subs dann danach von den Englischen. Das war, glaube ich, so bei... warte mal, Sword Art Online 2. Irgendein Satz hat absolut keinen Sitz ergeben. Sinn ergeben. Und dann 2 Wochen später habe ich gesagt, ja gut, es ist wieder Zeit. Es gab 2 neue Folgen, das heißt, ich kann das Ding nochmal rewatchen. Und habe mir das dann angeschaut und habe gemacht, deswegen ist das so. Das ergibt auf einmal alles Sinn. Ja. Und das hat das kleine Manko, aber dann wiederum viele German Subs bestehen ungefähr daraus. Sie warten, bis die Englischen releasen. Copy-Paste, Translator, Copy-Paste, fertig. Ab und zu machen so ein Anime mit Google Translator. Und ab und an nehmen sie sich sogar die Mühe und lesen das, was da steht. Wie gesagt, in der Regel ist es so, dass die deutschen Subgruppen mehr polischen. Die translaten meistens nicht. Die holen sich einfach die englischen Subs, translaten die. Und dann denken sie, ja, alles richtig. Wenn jetzt der Translator ein verehrter US&A Scheiße gebaut hat, dann ist halt Arschkarte. Ne? Deswegen gibt es auch meistens auch so viele Versionen. Version 1, 2, 3, 4, 5 von der ersten Folge. Weil noch um zu Mangas zu sprechen zu kommen. Ich habe genau einen einzigen Manga. Jetzt kommt's. Von Zelda Four Swords. Okay. Mein bester Freund hat die auch. Also er hat alle Zelda-Mangas und alle Assassin's Creed-Mangas, also wo du mal sagen würdest, das ist so ein Comic. Da gibt's nur einen.
Okay. Ich habe nur den einen einzigen. Ich habe den, glaube ich, in meiner Hyrule Warrior Collection of Death. Ist, glaube ich, hinten drin. In Farbe. Ja, cool. Ich habe so ein Ding, obwohl ich keine Nintendo-Konsole habe. Doch, ich habe ein DS. In Schwarz. Ich habe keine Animes, keine Mangas davon. Außer den einen. Dafür habe ich alle möglichen Nintendo-Konsolen. Brauche ich nicht. Ich bin kein großer Interessent für Nintendo-Zeugs. Zumindest teilweise habe ich alle. Wenn nicht gerade wieder meine Schwester sich meine Wii U krallt. Süß. Wii U. Meine große Schwester. Immer noch süß. Nein, kommt drauf an, ne? Okay, das Niveau ist gesunken. Ich muss auch sagen... Erstaunlich, dass es so spät erst passiert ist. Okay, was hatten wir jetzt eigentlich gerade, dass wir jetzt dazu gekommen sind? Ah ja, über die deutschen Subs, weil die so ewig lange dauern. Ihr wart da noch nicht so... Also du sowieso nicht, Drachi, aber Kevin, ich glaube, du warst da auch noch nicht so aktiv. Drachi, wie heißt du richtig? Ich kann dich nicht Drachi nennen, da fühle ich mich wie so ein Typ im Helm. Kannst du mich Nikolas nennen? Oder okay, Nikolas. Nico hört sich sogar noch besser an. So, jedenfalls... Ich glaube, du, also Nico und Kevin, ihr wart da noch nicht da. Bei dem Release von, wie hieß das nochmal? Soul Eater. Da wart ihr noch nicht so in der Szene, oder? Nee, nicht deutscher Release, sondern der normale Release mit Subs, also der japanische Release. Das kam ja irgendwie 2009 oder so. Nee, ich habe erst 2011 oder 12 angefangen mit Anime schauen. Und jedenfalls, ich habe das Ding sehen wollen, wie so ein Bekloppter. Und die Deutschen haben sich geweigert, das Ding zu releasen, bevor dem. Wann ist nochmal Halloween? 31. oder 30.? 30. ne? 31. 31. Oktober haben sie sich geweigert. Wir releasen diese letzte Folge nicht, weil wir haben noch kein Halloween. Es war. Halloween. Und die haben das angefangen damit. Hör zu. Das Traurige ist. Diesen Entschluss haben sie gefasst Anfang des Jahres. YOLO. Keine andere Gruppe kam auf die Idee, komm, wir picken das Ding mal. Man musste fast ein komplettes Jahr lang warten, bis man Soul Eater mit German Subs schauen konnte. Könnt ihr euch das vorstellen? Allgemeine Massenpanik. Kann ich mir vorstellen. Die Leute waren auf den Straßen. Und du hockst dann da so als... Durchschnittsdeutscher und denkst so, ja, ich warte jetzt auf mein Release, das dauert halt so. Und warum gibst du so ein Soul Eater Folge, wie viel gab's? 51. Damals German. Übrigens, als ich mit Anime angefangen habe, dachte ich, dass 51 die Standardlänge für ein Anime wäre. Ja. Weil jeden Anime, den ich geschaut habe, hatte 51 Folgen. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist hatte ich geschaut, Soul Eater hatte ich geschaut, die erste Staffel von The Gray Man. Und da dachte ich halt wirklich, 51 Folgen wäre Standard. Dabei sind es 12 Folgen. Ja, das bei mir ist der Durchschnitt irgendwie 20 Folgen. 24 Folgen. Ist normal so der. Sind halt zwei Quartale, das spricht halt ein halbes Jahr, ne? Die Animes, wo gerade auf meiner Liste bei Elite-Animes sind: 24, 12, 12, 13, 13, 12, 12, 12, 12, 26, 13, 12. Ja, Durchschnittslänge 20. 20, 13, 37. Durchschnitt irgendwo bei 15 oder so, wenn alles zusammen rechnen wird. Also ich weiß nicht, ich finde es natürlich traurig, ich bin so einer, ich brauche eine längere Zeit, bis ich in der Welt bin. Und meistens hört er genau dann auf. Ich bin froh, wenn es manchmal ein paar Animes gibt, wo nicht so lange sind. Weil ich bin einer, ich schaue meistens ein Anime, wo jede Woche eine neue Folge kommt. Oh nee. Und dazwischen schaue ich immer ein Anime, um die Zeit dazwischen zu überbrücken. Ist bei mir nicht anders. Ich kann zwei Animes gleichzeitig schauen und deswegen bin ich froh, wenn einer sozusagen irgendwann mal zu Ende ist, damit ich dann den zweiten dann wieder anschauen kann. Der Punkt ist halt, ich habe das ja exzessiver gemacht. Ich habe 12 Folgen, 4,5 Stunden, fertig. Es ist ein Abend. 24 Folgen, 9,5 Stunden. Ne, 9 Stunden. Und zwei Abende. Entweder das oder du machst ein bisschen länger. Ja, kommt drauf an. Also so bin ich, ich hab jeden Tag irgendein neues Ding zu Ende gebracht. Für locker 4 Monate. Jeden Tag habe ich mir irgendeinen 12-Folger reingedrückt und dachte, vielleicht ist der endlich gut.
Bei mir ging das vielleicht so 3 Monate, dass ich wirklich auch sehr extrem Anime geschaut habe, dass ich auch nur so vielleicht 3 Tage gebraucht habe, um einen durchzuschauen. Ich könnte das nicht, über 3 Tage irgendwas schauen. Ich kotze ab, wenn ich so die Tengen Toppa anfange. Ich weiß, das hat 25 Folgen und ich komme auf die brillante Idee, 27. dass am 27 und ich komme auf die brillante Idee, das am Sonntag um 15 Uhr anzufangen. Und dann hasse ich mich immer, weil ich dann genau ins Bett gehe, kurz vorm Finale. Weil, hey, morgen muss wieder arbeiten, sonst vielleicht nicht so aussehen wie eine Leiche. Und ist dieses Finale, was du schon um die 27 Mal gesehen hast, das wirklich wert? Ja. Und dann meistens sage ich so, ja, okay, du hast schon oft gesehen und morgen hast dann hab irgendwas, wo du dann richtig feiern kannst. Und dann kommt zu 100% was dazwischen und dann irgendwann einen halben Tag später denke ich so, ja, jetzt drückst du das Finale rein. Und dann hocke ich da in Euphorie und ich strahle meine Glückshormone aus und alles. Und dann bin ich glücklich. Aber in der Regel, ich hasse das, wenn ich irgendwas splitten muss. Ich will das Ding am Stück schauen und dann ist Feierabend. Und dann war's das. Mehr will ich nicht. Nee, finde ich jetzt nicht so. Also, natürlich schaue ich sehr gerne eine größere Anzahl an Folgen am Stück, aber das sind dann so 6 bis 7 Folgen, wo ich mir dann denke, ja, so viel guckst du am Stück und danach habe ich dann meistens eh keine Lust mehr, weil ich brauche Abwechslung. Nee, bei mir nicht. Also, wie gesagt, ich brauche eine längere Zeit, bis ich im Universum bin, bis ich das wirklich mag. Und wenn ich dann, sagen wir, genauso die Sachen wie wöchentlicher Release. Ich schaue es mir an, oh, es ist so geil. Und wenn es dann irgendwann fertig ist, dann wird das Ding durchgezogen bis zum Erbrechen. Also, wirklich. Ich bin so einer, ich zieh, hab alles, also so rein manga-technisch und anime-technisch zieh ich das durch. Ich will das jetzt dann haben. Ich hab keinen Bock auf Pausen. Das Ding muss jetzt durch sein und fertig. Weil es ist meistens bei so größeren, irgendwann zieht dich die Welt einfach so tief rein, du willst nirgendwo anders sein. In dem Moment willst du einfach nicht woanders sein. Und das kenne ich bei manchen Animes. Ding ist halt auch, dass, also, wenn du halt sagst, du brauchst länger, um dich in eine Zeit, in eine Welt hinein zu versetzen, ich kann das zum Beispiel, also ich kann mich wirklich sehr, sehr schnell in so eine Welt hineinversetzen. Ich merke das immer, wie schnell mich einige Welten wirklich in ihren Bann ziehen können. Und ja, ich glaube, das braucht auch so ein bisschen, wie nennt sich das, Empathie. Jeder hat das halt unterschiedlich. Ja, kommt halt eben auch auf ein Anime an. Das kommt halt auch auf wie spannend der Anime ist und wie gut die Welt geschrieben ist und alles. Das kommt halt drauf an. Also kommt halt immer auf sehr viele verschiedene Kriterien an. Der größte Minuspunkt für mich ist halt, dass sich so viele ähneln. Es ähneln sich so viele Sachen in so vielen verschiedenen Anime. Zum Beispiel, du siehst Harem im Tag und Romanze, es hat mit Schule zu tun. Du rennst den ganzen Tag in der Schule rum. Ab und an mal vielleicht in ihrem Zimmer oder in seinem Zimmer. Vielleicht auf dem Schulweg, aber ansonsten nur Schule und das. Und dann denkst du, ja, warum soll ich mir den anschauen? Ja gut, zwingst du vielleicht durch, vielleicht sind die Charaktere interessant. Und das sind die Charaktere gegebenenfalls des Öfteren anfangs nicht interessant. Dann denkst du, ja gut, wir sind jetzt droppen. Nee, komm, gibst du ihm eine Chance. Und dann schaust du das Ding weiter. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo du sagst, ja, der war jetzt nicht so schlecht, aber du hast dich in der Welt einfach nicht wohlgefühlt, weil einfach das, ja, die Welt kenne ich schon, aber mit anderen Charakteren. Und das ist irgendwie nicht, was du erreichen willst, wenn du Anime schaust. Du willst neue Welten lernen, also kennenlernen. Du willst neue Sachen sehen und nicht irgendwie 0850 alles wieder wie damals. Ich bin gerade aufgestanden, falls das irgendjemand aufgefallen ist, weil mein Stuhl nervt dich. Deswegen gucke ich zum Beispiel ja nicht so wirklich Harems. Also ich brauche halt einfach meine durchgezogene Story oder es ist sowas verdammt Gutes wie Samurai Champloo oder Cowboy Bebop, was es auch schafft, eine sehr interessante Welt zu haben mit einzelnen Geschichten. Sowas halt. Entweder eine wirklich spannende Geschichte oder eine wirklich interessante Welt. Ja, gut. Wenn ich Anime schaue, wenn ich ihnen nicht mindestens eine Bewertung von 7 von 10 geben würde, dann schaue ich sie zum größten Teil nicht an. Du kannst es aber nicht wissen. Du kannst es aber nicht wissen, ob der gut wird oder nicht.
Es könnte sein, dass irgendwann der Turn kommt. Hi, wie heißt er mal? Gott. Nee, nicht du. Wie hieß doch mal da eine Anime, wo am Ende dann alles, also, wo es anfangen, School Days! Ach so, ja. Was war das für ein Turn? Das war 1080 of Death. Was ist das? Es hat mit einer süßen Romanze angefangen. Und dann plötzlich Massaker. Was ist das? Ja. Das, und du kannst nie wissen, wird das jetzt so einer? Natürlich, ich würde jetzt. Teils wird es aber nie so einer. Natürlich wird das nicht so einer. Das Privileg vom School Days, das, warum man den jetzt hier zum Beispiel jetzt einfügt, als Beispiel. Aber du weißt es nicht. Es könnte alles passieren. Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt, kennt ihr Kimi no Iromachi? Das ist ein Manga, also. Was sagen lassen, der versucht den. Oh, sorry! Sprich! Wo es mir so ähnlich erging. Nur dass das Thema halt eben immer wieder zwischen Romance und Massaker gewechselt hat, und zwar extrem, war bei Mirai Nikki TV. Das heißt Mirai Nikki in Klammern TV. Ja. Wir müssen präzise sein. Auf der Seite hier ist es Mirai Nikki TV, also... Ja, da hat einer, war zu faul, die... Fernsehversion ist. Ja. Das heißt, sie ist gezensiert. Fertig. Das war's. Also, dort entweder... Die haben sich gegenseitig umgebracht. Oder die waren komplett in der Romance drin. Ja. War nie irgendetwas dazwischen. By the way, wir haben einen Mirai Nikki Podcast gehabt. Glaube ich. Eigenen darüber, ja, haben wir. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir hatten da einen Podcast, aber ich bin mir jetzt nicht so sicher. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, ja. Aber wir hatten einen. Das ist mal, das steht fest. Also, falls ihr Lust habt, über unsere Meinung zu Mirai Nikki zu hören, schaut auf animeslam.de vorbei auf den Video-Sections. Wenn denn 15 da. War das, glaube ich, oder so. 15, ich weiß 16. es nicht. Ich will noch. Jetzt nicht lügen. Jedenfalls, ja. So ist es nochmal, ne? Bei Mirai Nikki war das Anime, ziemlich komisch. Frage, warum der noch nicht lizenziert wurde. Ich bin froh drüber. Ihr habt jetzt sogar einen Podcast über Haruka Koko no Virtuosa gemacht. Ja, ich liebe diesen Anime. Ist bisher mein Platz 2. Was ist das? Mein Platz 2. Dein persönliches Platz 2. Du musst anfangs ein bisschen zwar dich reinsetzen und sagen, du willst das jetzt, aber dann bereust du es nicht. Gegen Ende denkst du wieder, hä? Mirai Nikki war der Podcast Nummer 14. 14, siehst du, Kevin, lüg nicht. Ja, sorry. Game No Life. Was auf 15? 15, nochmal zurück. Ich habe gesehen, dass 17 No Game No Life war, aber 15 war Samurai Champloo. Ah, Champloo. Kevins Pick. Yep. Nach wie vor großartiges Ding. Jetzt hatte ich vorhin was und hab's nicht vergessen. Warte. Entschuldigung. Ah, ja. So, also zum Thema Turns. Habe ich ja gesagt, kennt ihr, ob ihr Kimi no Iromachi kennt? Das ist ja meine Lieblingsromanze of all time. Kimi no Iromachi, ja, hatte ich ja angefangen zu lesen, aber nicht viel. Ja, das Ding ist lang. Also, ja. Kann ich mir vorstellen, dass du das gedroppt hast. Jedenfalls, der Autor, der hat jetzt ein neues Werk angefangen. Das nennt sich Fuka. Es gibt einen Charakter in diesem Manga, der heißt Fuka. Und jetzt, Spoiler-Button! Oh! Ich werde es eh nicht lesen. Spoiler! Achtung! dieser Charakter stirbt. Und du wirst quasi, du bleibst übrig mit dem zweiten, also mit dem Protagonisten, mit der Romanze. Ja, nee, du wirst halt dagelassen mit dem Protagonisten, der halt in einer romantischen Beziehung mit dieser Fuka war. Und dann muss er mit dem seinen Problemen, wie er darüber hinwegkommt oder eben nicht, leben. Und du dachtest am Anfang so, oh, voll die coole Welt. Beziehungsweise der Zeichenstil erstmal so Kimi no Iromachi 1:1, weil es derselbe Mangaka, logischerweise übernimmt er seinen Zeichenstil. Und das Witzige war ja auch, im vorletzten oder letzten Chapter von Kimi no Iromachi kommt auch Fuka mal durchs Bild gelaufen. Und als ich das gesehen habe, also ich habe gedacht, boah, die wurde ja komischerweise echt detailliert gezeichnet. 2 Wochen später, neuer Mangaka, Fuka.
Neuer Manga, Fuka. Oh! Ja, die kenne ich. Fuka. Ja, das ist ein dummer Name. F-U-U-K-A. Also F-U-U-K-A heißt die. Also heißt der Manga. Also, ich freue mich richtig auf den. Also was heißt freut mich? Ich denke mal, dieser Turn, wie gesagt, dass die jetzt halt jetzt nicht mehr da ist, war wohl bisher das Schockierendste. Das neueste Chapter heißt so viel wie wir haben verkackt. Auf gut Deutsch. Okay. Weil wenn wir schon beim Spoiler-Button sind. Oh. Kevin, kannst dich nochmal muten. Zu was? Achso, wegen Akamaga-Kill. Okay. Da war ja auch genau so ein Turn, zumindest beim Anime. Einfach mal in der letzten Folge stirbt Tatsumi. Och Gott, der erste, den man im Anime sieht, stirbt einfach in der letzten Folge. Die größte Hauptperson. Zusammen mit Akame. Gut, ich habe den Manga, Anime nicht gesehen. Also, Manga ist er noch nicht tot. So viel kann ich dir sagen. Sagen wir so: Die einzigsten, wo beim Anime am Ende überleben, sind Akame und die Präsidentin von denen. Oh nee, jetzt will ich ihn gar nicht mehr schauen. Oh. Also ich hätte ihn. Gegebenenfalls hätte ich ihn sowieso nicht angeschaut, aber. Ja. Ich weiß nicht, gab's da die Romanze zwischen Main und Tatsumi? Ja, die gab's. Ah, die war wahrscheinlich sehr kurz. Ging glaub über 4 Folgen. Ja. Ja, also ich kann es dir wärmsten empfehlen, dir mal den Manga anzuschauen, solange er noch nicht lizenziert ist. Da kannst du dir noch wenigstens in Ruhe anschauen. Ansonsten, ja, also ich bin zwar Manga, Anime-Fan und so, aber eher so, alles, was ich mal gelesen habe, beziehungsweise du bist im Manga immer voraus. Also mit dem Manga bist du immer voraus. Und wenn ich dann irgendwas so lese, weil ich schwöre dir bei Gott, ich browser jeden Tag durch die Weltgeschichte, um zu sehen, ob es irgendwas gibt, das interessant ausschaut. Und ein Quartal später releases das als Anime. Das ist sehr, sehr oft der Fall. Zum Beispiel Akame no Kill, das war genau so ein Teil. Ich habe das so gesehen, das Manga, okay. Oh, wie cool ist das? Weil irgendwie nächstes Quartal kommt das als Anime. Okay. Gut. Dass wir das geklärt haben. Es ist bei öfters so. Was haben wir sonst noch so? Ich guck gerade so in den Trending. Isuka! Isuka, sagt dir das was? Achso, ja, wir können Kevin mal wiederholen. Also, Isuka ist euch auch so ein Fall. Ich habe den Manga angefangen. Muss nicht immer das sagen, was ich hier geschrieben habe, dass du wiederkommst. Jedenfalls, Isuka war genau so ein Fall. Ich lese mir den Manga durch. Find den schrecklich. Später wird er plötzlich, kommt er einfach raus, released. Und ich dachte so, oh, das ist interessant. Also ich fand den jetzt nicht so gut, dass der ein Anime verdient. Noch irgendwas? Keine Ahnung, ja, wir hatten es gerade drüber, über Zeugs. Achso. Ja. Über Manga und Anime. Kommt öfters vor. Also, na gut. Willkommen zum Anime Slam Podcast. Wir reden gelegentlich über Animes und Mangas. Oder auch den ganzen Tag, scheinbar. Das hast du gesehen, was ich vorhin geschrieben hatte auf Twitter als Ankündigung für den Podcast? Ja, ich hab's gesehen und dachte so, als erstes war ich verwirrt vom Satzbau, aber dann habe ich es gerafft und dann fand ich es ganz gut. Ich find's echt schade, dass der Takdashi nicht da ist, also der Peter, denn der hat mir ja Ding nahegelegt, Nanatsu no Taizai, also der Seven Deadly Sins. Und ich bin beeindruckt. Das Ding ist tatsächlich gut. Ich bin begeistert. Ich bin der richtig Name begeistert. Sagt mir was. The Seven Deadly Sins. Ja, das. Auch wieder so ein Fall. Ich habe mir den Anime angeschaut. Und ich habe kein Verlangen gehabt, noch 6 Wochen zu warten, Manga durchgelesen. Ich weiß jetzt schon, was das Staffelfinale anderes wird. Ich kann jetzt schon alles spoilern. Leute, falls ihr es wollt, ne? Einfach mal schreiben. Ich sag dann so, ja, das und das passiert und ihr braucht den nicht mehr sehen. Okay. Warte, wie lange ist der Anime? Welcher? 24. Also, er ist noch nicht. Er ist momentan im Releasen. Folge 20 hat er gerade. Und 24 Folgen wird er haben. Ja. Höchstwahrscheinlich. Na gut, dann könnte es, dass ich ihn anschaue. Weil ich bin auch einer, ich kann manche Animes nicht anschauen. Zum Beispiel One Piece. Ich muss sagen,
Ich würde ihn sogar anschauen. Aber? Wenn ich 3.485 verschiedene Folgen hätte. Also, solange du noch in der Schule bist und die Zeit hast, schaust du lieber jetzt an. Später tust du es nicht mehr. Also bei mir ist auch momentan der Fall. Ich hab's mir zweimal gepresst in 2 Jahren. Zweimal. Komplett. Am Stück. Nicht am Stück. Ich habe auch geschlafen, gekackt, gegessen. Gelegentlich habe ich auch was getrunken. Aber ansonsten, das Ding, ich habe es durchgezogen, ja. Schlecht ist es nicht. Ich verstehe den Hype. Also, ich bin auch da gesessen, habe bei gewissen Szenen einfach geweint. Der Zeichenstil ist halt so direkt einfach. Sagen wir einfach, das ist so direkt, dass du einfach instant mitfühlst. Wenn irgendwas Episches passiert, also, du merkst sofort, wenn was Episches gleich vor dir steht. Also, das ist halt das Schöne an der ganzen Sache. Grundsätzlich, ich sag nicht, dass One Piece scheiße ist. Ich finde es echt gut. Aber wenn du jetzt, sagen wir, nicht so direkt von Anfang an dabei warst, ist es jetzt der Einstieg halt relativ schwer, weil es jetzt halt 600 Folgen sind. Mhm. Und dazwischen drin gibt es auch noch Arcs, die sind relativ beschissen. Letzten Podcast hatten wir es drüber, weil, guck mal, es hat 683 Folgen. Aber fang jetzt bitte nicht wieder an, so lange drüber zu reden. Ja, es ist nämlich gerade keiner im Chat. Ja, jedenfalls, was mir gerade ging, ja, das Ding kann dich richtig gut packen, du musst ja einfach nur die Zeit dafür nehmen und es lohnt sich im Endeffekt. Und daher, ich kann nicht sagen, dass jetzt zum Beispiel One Piece jetzt langweilig ist oder so, weil es ist es nicht. Das einzige Problem ist halt, dass einfach... Ich find's langweilig. Du kannst das nicht einfach so pauschal sagen, wenn du es nicht gesehen hast. Du darfst zu keinem Anime sagen oder Manga sagen, der ist langweilig, obwohl du ihn nicht komplett gesehen hast. Nicht, dass ich ihn nicht gesehen habe. Ja, okay, du hast 683 Folgen gesehen. Du bist schon mal weiter als ich, weil ich bin bei Folge 580. Ich habe ihn ja nicht komplett gesehen. Trotzdem, das, was ich gesehen habe, ist stinklangweilig. Und ich habe keinen Bock, weiterzugucken. Und wenn es mir halt nicht dafür sorgt, dass ich Lust habe, weiterzugucken, wieso sollte ich es denn tun? Ganz einfach. Du bei mir auch bei Death Note, wie ich mich jetzt irgendwann mal dazu gerangen habe. Also du kannst... Ja, Death Note war bei mir genauso ein Fall. Das war die ganze Zeit Hype da. Und ich habe es nicht verstanden. Habe es mal angeschaut. War teilweise auch gehypt. Aber dann hat es wirklich sehr schnell, ist abgekühlt. Der Hype war einfach sehr schnell weg. Ich habe in meinem Freundeskreis 15 Leute, wo wirklich extrem viele Animes anschauen. Warum ist keiner von denen da? Von 10 Leuten. Hol mal ran, wir machen das Quiz heute. Ich habe, glaube ich, keinen von denen auf Skype oder sonst irgendwie. Achso, so Real Life Freunde. Ja. Real Life. 10 von denen. Von 10 von denen ist der Lieblingsanime Death Note. Nein. Und hey, die gucken nach Hose nicht ran. Und ich muss mir überlegen, ob ich überhaupt dann schau. Ja, also der Punkt ist halt. Das ist. Er ist nicht schlecht. Ich habe ihn gesehen zweimal. Aber. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich jetzt irgendeine Szene. Also, das grundsätzliche Werk ist echt gut. Die Idee ist einfach einzigartig gewesen und ist immer noch. Und der Plot, beziehungsweise wie alles passiert, die Story, die ist auch sehr interessant. Aber du musst halt sehr viel Zeit investieren. Das ist das Problem für mich gewesen. Die Zeit investieren? Ja. 36 Folgen sind halt nicht so wenig. 36, achso. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Sind 36 oder 39? 39. Ist es von mir aus. Von mir aus kann es auch 32 sein. Nee, könnte es nicht. Es ist weniger. Es wird keinen Sinn ergeben. Egal. Jedenfalls, der Punkt ist halt irgendwie, ich bin da nie. Also, das ist so ein Meter. Da konnte ich nicht warm werden. Der Anfang war so langweilig, nervig und. Ach. Musste ich wirklich durch den Anfang zwingen. Und irgendwann. Bist dann in der Welt drin und denkst so, ja, okay, das ist ganz gut. Aber bis du halt in diesem Punkt angekommen bist, darfst du nicht aufgeben. Aber dann ist die Frage, warum solltest du dich so weit zwingen? Ja, das war's bei mir. So ungefähr. Bei mir ist halt so, ich schaue mir das Ding meistens trotzdem an. Zum Beispiel, ich habe jetzt letztens einen Anime ziemlich hart kritisiert. Und der heißt, warte. Der heißt...
Er hat einen Namen. Darf ich irgendwann auch mal meine Meinung zu Death Note auch mal sagen? So, geht das irgendwann? Ja, hau so lang raus, bis ich hier das Ding von... Alles gut. Ja, mach raus. Mach raus. Ich finde, also du hast vorhin das mit dem Katz-und-Maus-Spiel gesagt, da wollte ich das auch schon sagen, aber du lässt einen ja nie reden. Ja, ich bin ich hab ein großes Maul. Da wollte ich halt auch sagen, nochmal auf Zankin und Terror zum Beispiel zurückkommen, weil das hat ja auch so ein Katz-und-Maus-Spiel und ich feiere Zankin und Terror ja absolut. Das ist ja mein absoluter Favorite. Und Death Note habe ich auch noch vor, auf jeden Fall zu schauen, weil ich es halt noch nicht gemacht habe. Und wenn du halt schon so das sagst mit dem Katz-und-Maus-Spiel, also das habe ich ja mittlerweile mitgekriegt, dass es da irgendwie diesen Cop gibt und diesen intelligenten Schüler. Interessiert mich das halt schon sehr, muss man einfach mal dazu sagen, weil ich mag solche Katz-und-Maus-Spiele zum Beispiel. Ja. Ich finde es auch nicht schlecht, wie gesagt. Aber es hat diese Eingewöhnung. Fate Stay Night! Der Anfang ist das langweiligste auf dieser Welt. Das Ende ist interessant. Nicht mehr. Aber der Anfang, das ist das Langweiligste, was du dir antun kannst in jeglichem Anime dieser Welt. Dieser Anfang ist schrecklich bis zum geht nicht mehr. Das ist der Worst Case. Hast du schon mal Chromeschild Regos gesehen, Paul? Ich finde ihn gut. Also sagen wir es so, bei Death Note, nach der ersten Folge hätte ich dem, so griechisch wie ich bin, eine 5,4 Bewertung gegeben. Und das ist okay. Für mich eine schlechte Bewertung. Ja, 5,4 von 10 ist nicht gut. Das ist, soweit können wir denken. Deswegen gibt es bei uns eine Bewertung von 1 bis 5. Yay! Sagen wir so, nach Death Note war mein... Nee, bei uns gibt es 10, scheiße. oder gibt es 10? Nee, es gibt keine 10. Bin ich jetzt blöd? Es gibt 10? Unsere Reviews gehen bis 10. Siehste mal, und ich hab's designt. Ich hab's designt. So viel Ahnung habe ich von meinem Design. Also sagen wir es mir mal so, mein nächst schlecht bewertetster Anime ist aber Gebu. 7,6. Was ist Gebu? Saba Gebu. Also ich könnte auch das fast Ding. Ich glaube, du hast jetzt einen Freund gefunden. Das ist vergessen. Bitte. Es ist new released. Aber das sieht man mal, dass 5,4 bei mir eine schlechte Bewertung ist. Wenn ich sogar das schon als 7,6 bewerte. Ich habe das Ding nie gesehen. Aber ich höre dauernd von irgendwelchen Leuten, das Ding ist gar nicht so schlimm, und dann höre ich von euch beiden, dass es schrecklich ist. Also, es geht. Man kann sich's anschauen. Ja. Gar nicht. Also, ich glaube, ich habe das sogar mal einen Kommentar dazu verfasst. Ich habe eine Watchtower-Folge dazu gemacht. Mein Kommentar, den ich dazu verfasst habe. Man kann sagen, dass aber Gabu Humor hat. Kann man nicht. Nur, was für ein... Gar keinen. Hörst du bitte auf? Entschuldigung, das bietet sich nur so an. Er hat schon ein bisschen an ihm. Er hat ab Slapstick-Humor, kann ich mir vorstellen. Ich würde schon als Humor bezeichnen, wenn irgendeine alte Frau auf einem Traktor. Ja, das ist auch die einzige lustige Szene. Ach so, ist es das? Kommt das von dem? Das ist die einzige lustige Szene in dem Scheißteil. Also ich bin hab der. Also Comedy geht für mich nicht höher als Nichijō. Es gibt kein höheres Comedy-Level auf dieser Welt als Nichijō. Ich kann es nicht aussprechen. Tut mir leid. Wenn du die Szene kennst du die aus diesem Anime vor COV? Ja. Genau wegen diesem Video bin ich auf den Anime gestoßen. Und genau wegen dieser Szene bist du hängen geblieben. Genau wegen dieser Szene habe ich den Anime angeschaut. Und war dann enttäuscht, als dir irgendwann erst Folge 11 von 12 kam. Ich hab mich die ganze Zeit am Anfang so gefragt, oder ist wirklich dieser Anime? Als so der Zeichenstil würde ja fast schon passen, aber ist das wirklich der Anime? Wo bleibt die Oma? Ja gut, so habe ich einen Anime noch nie gesucht. Ich habe mir noch nie eine AMV zu einem Anime angeschaut, den ich nicht kenne. Ich schon, muss ich dazu sagen. Ja, du hast aber noch nicht so viel gesehen wie ich. Ich bin schon ein bisschen länger auf dem Gebiet, mein Freund. Ich war schon da, bevor es AMVs gab. Hä? Das war ein Witz.
Was hat das damit zu tun, dass ich noch nicht so lange wie du auf diesem Gebiet bin, dass ich mir meine Anime durch AMV teilweise raussuche? Ja, du hättest, also wenn du jetzt so lange wärst wie ich da, du wirst ungefähr so aussehen, dass du jetzt momentan auf trocken liegst und eigentlich nur wartest, dass neue Sachen releasen. Und da gibt's keine AMVs, weil du schon alles gesehen hast. Oder zumindest das Wichtigste oder das Beste. Zum Beispiel bin ich durch eine AMV auf ihn auf die East aufmerksam geworden und den finde ich großartig. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn nicht, ich finde ihn langweilig. Ist dasselbe bei mir. Eden auf der East. Wieso? Ich kann diesen Anime nicht feiern. Wieso? Ich weiß es nicht, ich finde ihn nicht interessant genug. Ich finde, es ist ein toller Thriller. Ja, es ist eine interessante Handlung, die Charaktere sind toll und die Raketenszene am Ende ist die beste. Es ist einfach nicht mein Fall. Ich habe es angefangen. Es kann auch sein, dass es mir nahegebracht wurde von einer Freundin, die ich nicht mag. Die hat es mir halt nahegebracht, weil sie totale Scheiße war, was das angeht. Ach, es ist so gut. Aha. Schön. Ich hasse dich. Aber es ist so gut. Ah, dieses Vibe, das hab ich so angekotzt. Herrgott. Genauso wie hieß das Ding nochmal? Och Gott, das, wo du das Spiel hast. Nicht Valkyria Chronicles. Doch! Valkyria Chronicles. Doch, ich kann mir das Ding nicht an. Also, ich glaube, dazu gibt's ein Anime, ne? Ich hab's mir noch nicht angeschaut, weil ich das Spiel noch nicht durch hab. Jedenfalls, ich hab den so oft angefangen. Und ich verstehe nicht diesen Hype. Nicht. Gibt keinen Hype. Doch! Es gibt Plakate von dem Scheiß und ich. Genau diese es Bitch. Gibt zu jedem Scheiß. Nee, hör zu! Plakate. Und genau dieses Mädel hat das ihr halbe Wand damit tapeziert und mit dem. Die andere Wand hat sie mit Eden of the East tapeziert. Irgendwo zwischendrin hängt dann irgendwo eine PlayStation 1 zusammen mit Kingdom Hearts. Oh, Kingdom Hearts ist auch super. Dass ich nicht gespielt habe. Super. Und ich durfte, die hat mich tatsächlich auf der Couch sitzen lassen und ich durfte zuschauen. Ich musste zuschauen, wie jemand spielt. Ein ehemaliger Let's Player schaut anderen Leuten beim Spielen zu. Nee, unfassbar. Du. Nee, du. Vor allem, ich wusste instant, wenn ich den Controller in der Hand nehme, das ist easy peasy, was will die mit mir, was will die, Mann? Ich verrecke eben. Ja, das ist nicht easy peasy. Halt die Fresse, das bisschen, was sie da rumgedrückt hat, Mann, das hast die Tastenkombination hast du 5 Minuten eingespeichert, das Feiern. Nur um's mal zu sagen, allein am ersten Boss, am ersten richtigen Boss von Kingdom Hearts saß ich 2 Stunden. Ja, du bist auch ein Lappen, kann man nichts machen. Und der Final Boss von Kingdom Hearts 2 zählt wohl als der schwerste Boss, den es gibt. In der Videospielgeschichte. Das sagt auch irgendwie jeder über Dark Souls Bosse, aber. Da stimmt's halt nicht. Okay. Nee, aber jedenfalls. Valkyria Chronicles, genauso wie dieses andere, was du vorhin genannt hast, was ich schon vergessen habe. Aiden of the East. Hey, Eden, ich hab mich gerade bewegt, der hat es so angehört, ja? Alter, Digga, ich hab mich bewegt, da kann ich nicht nebenbei reden. Ja, jedenfalls, die zwei wurden mir von ihr kaputt gemacht. Und wenn ich diese zwei nur höre, sehe, oder nur ein Bild sehe, muss ich instant an diese denken. Und sie war nicht schön. Sie war nicht schön. Das war einer der größeren Fehler in meinem Leben, ja? Was sagen dazu nicht? Also, okay. Ich suche mal nach ein paar Bildern. Ach so, danke. Na ja, gut. Gut, Kevin. Was hast du diese Woche geschaut? Ich habe heute die erste Folge von K-On! Geschaut. Okay. Läuft bei dir. Ja. Also, verlieb dich nicht. Sie werden nicht real, leider Gottes. Nichts? Nee, ich weiß. Ich hab das nur heute. Haben wir gerade halt Netflix auf dem Fernseher angehabt. Hat keine Ahnung, was ich schauen wollte. Mein Bruder war noch da. Saß auch auf der Couch neben mir und da habe ich das halt einfach mal angeklickt.
Dann haben wir es uns angeschaut. Die erste Folge. Mhm. Ja, also... Oh. Wieder mal ein Anime, den ich ungefähr 20 Mal angefangen habe. Bis zur ersten Folge. Und dann habe ich ihn gedroppt. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, jetzt gucke ich mir den an. Du kannst ihn nicht 21 Mal anfangen. Es ist knuffig. Aber ich wollte mehr als nur knuffig. Ich wollte tote Menschen sehen in dem Moment, wo ich jedes Mal den angefangen habe. Und dann war dieses knuffig einfach nicht der Fall, was ich haben wollte. Okay, ich glaube, ich fange jetzt mal an, nebenbei ein paar Animes auf meinem Merkliste zu setzen. Mach so. Ach Gott, Florent Lagan, Sanken und Terror, Steins Gate. Fate Zero. Ja, richtig. Ach, K-On! Ist ja sogar lizenziert. Deswegen habe ich es auf Netflix geschaut. Ich habe keine Ahnung, mir fällt kein anderer Titel ein. Fate Zero 2. Ich habe es nicht so mit Titeln und Namen. Ich habe eine Liste. Ich kann ich dir mal schicken, wenn du willst. Kannst mich über alles... Ich schwöre dir bei Gott. Ich habe keine Ahnung, wenn du mich so fragst, kennst du den guten? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne nichts Gutes. Wenn ich den Titel aber lese und ein Cover dazu sehe, dann kann ich dir komplette Story erzählen von allem, was drin passiert ist und alle Charaktere detailliert. Bist du dir da ganz sicher, dass du das kannst von... mit deinem Gedächtnis? Ja, die Namen sind mir scheißegal. Ich habe zum Beispiel, wenn ich angeschaut habe, Random Button. Das Cover sieht interessant aus. Der Name, ach scheiße, auf den Namen. Fangen wir an. Also so ungefähr habe ich meine Animes ausgesucht. Ist von Fate Zero zufällig noch einen zweiten Namen? Fate/Zero. Ja, so suche ich ihn gerade, aber den gibt's bei meiner Seite hier nicht. Ich schick dir eine gute Seite. Der ist lizenziert übrigens, nur um es dir mal zu sagen. Egal, ich finde sowieso wieder irgendwas. Ja, vielleicht gibt's den deswegen nicht auf deiner Seite, deswegen wollte ich dir das sagen. Death Note ist eigentlich auch lizenziert. Das ist sogar zweifach. Das ist sogar zweifach. Im Internet. Also. Hier. Sollte es aber eigentlich nicht möglich sein, ne? Ja, aber Death Note ist scheiße, daher, meh. Wenn ihr Quellen könnt. Oh, was ist da passiert? Okay, klickt da. Ah, doch, da oben ist Seite 2. Ja, da kannst du dir gönnen, mein Bruder. Ja, ist es. Mein Bruder auf einer Mutter. Yo, Brother, Alter. Ja, jedenfalls. K-On! Ist so ein Ding, das habe ich so oft angefangen. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt machst du's, du willst es keine 21 Male neu anfangen. Jetzt tust du's. Und dann habe ich mir die erste Staffel reingepresst und ich habe ja extremes Fremdschämen. Also gerade bei Personen, die auf der Bühne stehen und sich blamieren oder möglicherweise blamieren, ich kann da nicht hinsehen. Warum redest du dann noch mit mir? Stimmt, K-On! Hat... K-1? Ich glaube schon das Cover. Keine Ahnung. Game One, also. Englischen Aussprache. K-On. Das hat mich auch schon vom Cover irgendwie nicht so wirklich angesprochen. Was ist das? Es ist ein Musical, es ist Slice of Life. Es ist Musik. Es ist Slice of Life. Es ist cool, Slice of Life. Vielleicht hat es auch irgendwann Comedy. Eine kleine Romanzen-Story. Ich habe es ja nur die erste Folge gesehen, aber ich kann es mir vorstellen. Ich glaube nicht, außer... Ja, du weißt schon. Das schöne Wort mit L. Liebe? Nein, Lesbe! Also, nee, ich glaube Romanze... Also, ich habe die erste Staffel gesehen und für die zweite... Nee. Ich glaube, ich habe sie sogar gesehen, aber ich war verdrängt. Ich bin mir momentan nicht mehr sicher. Also, gegebenenfalls habe ich sie gesehen. Ja, ich habe sie gesehen. Anime. Ich habe sie gesehen. Da fällt mir gerade ein, es gibt einen Charakter. Bam! Einig dich doch. Ja, ich habe es gesehen. Okay, ich spreche jetzt weiter. K-On! Es richtet sich an Sane, Shoyu und Sean, aber nicht an Yusei. Was ist Yusei? Yusei sind weibliche Erwachsenen. Ja, die werden eifersüchtig, dass sie alt und gewaltig werden. Also sind... Was war das? Genau deswegen tut sich's wahrscheinlich auch nicht für die komplette Family ein. Und an Kids auch nicht. Aber an alle Teenager und an männliche Erwachsene. Ja, weil es gibt eine Strandfolge. Das erklärt alles. Nee, ich glaube, gab's eine Strandfolge? Ich glaube ja.
bin gerade total verwirrt. Netflix hat K-On, habe ich vorhin gesehen. Was hieß es? 41 Folgen. Zwei Staffeln. Und ein paar Overs. Richtig, die Overs sind anscheinend auch drauf, wie ich gerade sehe. Das wusste ich zu nicht. Das braucht doch kein ist Mensch. Wer hat das gesagt? Keine Ahnung. Gut, jedenfalls. Ich bin da jetzt. Nee. Lass mal stecken. Lass mal stecken, das Zeug. Okay. Kennt einer von euch Kami no Miso Shiro Sekai? Was? Sekai sagt ein Anime. Das ist ein Anime, den ich hier gerade zufällig auf der Liste gesehen habe. Nee, halt. Wie wird er geschrieben? Warte, ich schicke euch mal einen Link dazu. Gott sei Dank habe ich TeamSpeak gemutet. Kami. Auf jeden Fall. Ah, ich hab's gefunden. Also ich will. Ach so, The World God Only Knows, ne? Ach so. Der Manga ist gut, Anime nicht. Doch, der Anime ist super. Manga ist besser. Vom zweiten Ding. Wenn ich jetzt gerade so sehe, die sehen aus, als hätten sie irgendwelche Pens melden. Ist Menschel an. Haben einen extrem freundlichen Gesichtsausdruck und hinten heben sie einfach mal eine riesige Sense. Ja, also, nee, ja, was ist damit? Was willst du damit andeuten? Das Ding ist. Ich finde World God Only Knows richtig gut. Also ich finde, es ist eine unglaublich gute Romanze, allein die Idee dahinter ist super. Und deswegen verstehe ich nicht, warum du den Manga noch nicht gelesen hast. Weil der lizenziert ist und ich nicht so Geld für alles habe. Ja, dann gehst du auf ein gescheites Zeug aus, nicht nur für Scheiße. Tokyo Magnitude, Scheiße. Wer hat dir jemals empfohlen, das Ding zu kaufen? Sei still, sei einfach still. Ich hab's mir empfohlen. Du hast mich. Ja, also. Oh Gott. Jedenfalls. Ich hab mir Ding durchgelesen und es ist wirklich sehr, sehr gut. Und vor allem, man kann sich's ja denken, ob es jetzt Spoiler oder nicht. Ich spoiler's eher nicht, dass er am Ende eine kriegt. Ich sage jetzt nicht welche, aber welche er sich aussucht. Kann mir vorstellen, welche. Das, hau mal raus. Warte, ich. Brauchst du den Character Roaster? Nee, wisst glaube ich nicht. Nee, lass es dir. Aber es wird das Anime wahrscheinlich nicht releasen. Ich glaube, die Anime-Sachen darin ist jetzt fertig. Da kommt jetzt nichts mehr raus. Gehe ich schwer von aus. Bist du ja so sicher? Ja, weil da noch einiges kommen sollte. Also müsstest du noch ca. 2 Staffeln erwarten. Echt? Ja. Das ja, Ding wird ewig kam lang. Eine 2012 kam eine, 2014 kam eine, 2016 könnte noch eine kommen, 2018 könnte noch eine kommen. Willst du so lange warten? Denn jetzt... Wenn es sein muss, muss es sein. Jedenfalls, ich fand The World God Only Knows auch als Anime schon verdammt gut. Die erste Staffel ist halt noch ziemlich gechillt. Die wirkt so in Kinderfüßen, wenn du den Rest siehst. Und aber auch da sind schon die Charaktere ziemlich super. Also Kinderfüße! Kinderfüße, was rede ich da? Ich habe Kinderfüßen gesagt. Ja, ja. Und da ist ein Motorrad an meinem Fenster vorbeigefahren. Achso, ich dachte, es wäre der Stadtalarm. Jedenfalls, die erste Staffel hat halt auch schon sehr tolle Charaktere, muss man einfach sagen. Die Bibliothekarin ist einfach unheimlich knuffig. Ja. Die ist, also, wow. Ja. Fand ich noch Kanon, also super, also die Sängerin. Ja. Und ich fand's jedes Mal super, wenn die in der darauf folgenden Staffel nochmal vorgekommen ist. Es war immer ein toller Moment. Die zweite Staffel wiederum fand ich persönlich tatsächlich uninteressanter als die erste. Die Geschichten haben mich einfach weniger interessiert. So viel hat sich jetzt nicht verändert zur ersten Staffel halb von der zweiten. Und nur wieder halt andere Geschichten. Und dass noch diese Dings da dazu kamen, diese andere aus der Dämonenwelt. Ja, ja. Freunde, es kommt noch mehr! Ja. Okay. Nur die Geschichten, wie gesagt, fand ich halt uninteressant. Und dann die dritte Staffel erzählt einfach mal eine wahnsinnig spannende Geschichte. Also, muss man einfach mal sagen, die dritte Staffel haut dann sowas wie einen Thriller raus, könnte man schon sagen. Mit Romanze nebendran und hat halt auch wieder tolle Charaktere, wo ich mich aber auch ein bisschen gewundert habe, dass sie einfach ein paar Randoms quasi reingenommen haben. Im Anime vorher nicht großartig eine Erwähnung hatten. Und trotzdem war die Handlung einfach großartig.
dass es halt einfach mal eine komplette Handlung war, die sich ein Stück erzählt hat. Das war super. Und das Ende war mega traurig. Ist es öfteren in diesem Genre. Sollte zumindest sein. Also, wie gesagt, ich kann dir wirklich den Manga empfehlen. Ja, wirklich. Also das Ding, erstens ist es fertig. Es ist fertig. Wirklich. Okay. Gerade auch deswegen würde ich sagen, pick das Ding. Weil es endlich fertig ist. Ich glaube, ich habe da mega die Parade gefeiert, als das Ding fertig war. Okay. Mal kurz das nebenbei. Wie schnell die Zeit schon wieder vergeht. Ich habe jetzt schon eine Stunde lang im Podcast rumlaufen. Es ist nur noch eine Stunde. Also nicht mal. Das sind nur noch 55 Minuten maximal. Ja, ich würde sagen, in einer halben Stunde machen wir Feierabend. Ja, okay. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja, wir hatten es gerade über The World God Only Knows und dass der Manga fertig ist. Ja. Und deswegen ich ihn dir am wärmsten empfehlen kann. Okay. Ja. Ich weiß halt noch so, das war auch so ähnlich bei Gurren Lagann, dass ich am Ende einfach nur da saß und mir dachte, och nö, die Armen. Die Armen. Hm. Oh. du brauchst hier gar nicht reden, ne? Du musst das Ding erstmal anschauen, hockst dir auf die Liste ganz oben. Und wenn du das nächste Mal hier bist, was du gegebenenfalls sein wirst, dann will ich, dass du das Ding gesehen hast. Wahrscheinlich ist Peter deswegen nicht, da hat sich's nicht angeschaut. Dieser Wolf. Oh, das kann gut sein. Also, welchen Anime? Tengen Toppa Gurren Lagann. Schreib's ihm bitte. Okay, ja, mach ich. Nur, dass ich bei Gurren Lagann am Ende geweint habe und hier hatte ich einfach nur ein mega schlechtes Gewissen den Charakteren gegenüber. Ich habe bei Tengen Toppa Dauer geweint. Wann hast du nicht geweint, irgendwas Tragisches passiert ist? Oder wenn was Episches passiert ist? In der 8. Folge zum Beispiel, weil du mir das gespoilert hast teilweise. Jetzt muss ich die 8. Folge sehen, um zu wissen, was du mir sagen willst. Ich weiß nicht mehr, was die 8. Folge war. Oh, ach so, oh Gott, ich weiß es. Unser Nikolas hier noch ja, gefeiert. Ja, ja, ist okay, nee, ich weiß schon wieder, was passiert ist. Und Rari hat mir was geschrieben. Nikolas hat mir was geschrieben. Kimi, Also, wie gesagt, Tengen Toppa. Also, gerade bei uns und bei Anime Slam, bei der ganzen Crew. Das ist wirklich für uns. Ich habe alle gezwungen und keiner hat es bereut. Ich habe alle gezwungen und keiner hat gesagt, das war scheiße. Jojo sagt, er ist verwirrt davon und traumatisiert, aber er hat es nicht gesagt, das ist scheiße. Er hat gesagt, hey. Mecca all over the world. Er hat gesagt, Mecca. Gute Voraussetzung. Er hat gesagt, Mecca in Mecca in Mecca in Mecca in Mecca in Mecca in. Also irgendwann habe ich den Faden verloren. Lass dich aber nicht erschrecken von der 4. Folge. Oder war das jetzt die 4.? Weiß nicht. Haben wir jetzt letztens EP auch gesagt. Ja, die 4. Folge. Es hat einen anderen Zeichenstil, weil andere Studio ist aber wichtig für die Handlung. Mhm. Sieht scheiße aus. Ist aber gut. Story ist auch dumm. Also, okay. Muss ich vorstellen. Das Ding ist schon ein bisschen, ich glaube, 08? 07? Jetzt fangen wir schon wieder damit an. Das Ding ist älter, es ist sehr gut, schaust dir an, wenn du es nicht tust, ich hasse dich. Und wir alle anderen auch. Also, wir tun dir einen Gefallen, wenn du es dir anschaust. Du wirst wahrscheinlich die Welt mit ganz anderen Augen sehen. Vor allem, wenn du Akame ga Kill gut fandest, dann wirst du da wahrscheinlich einen Regenbogen kotzen. Weil Akame ga Kill ist nicht so gut. Im Vergleich zu Tengen Toppa. Okay, ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen. Gleich will ich Death Notes beendet habe. Naja, lass es, drop es. Tengen Toppa ist besser. Ich habe schon gedroppt. Wenn ich das nicht anschaue, dann werde ich von ein paar Leuten, die ich kenne, umgebracht. Also. Dann sag denen, du hast eine neue Lebensphilosophie. Row, row, fight the power. Row, row, fight the power. Ja. Ich verstehe es jetzt noch nicht, hast es noch nicht gesehen. Also ist wirklich eine Schande. Death Note in der nächsten Woche jetzt und dann werde ich das einsetzen. Ja. Okay. Wisst ihr, was ich also gut, zumal glaube ich durch bei euch beiden, ne? Ich habe heute die erste Folge von Geomja. Das Thema hatten wir schon. Ja.
Was das? Ja. Ich habe Full Metal Panic zu Ende geschaut. Oh, schön. Also, nee, nur die erste Staffel. Das ist schon 2 Wochen her, gefühlt. Ist es auch. Ich will nicht mehr. Ja. Na gut. Dari denkt sich wahrscheinlich so, was soll das hier gerade los? Ich weiß es selbst nicht. Ich lache gerade. Ich kann einen Tipp geben, falls ich irgendwann mal wieder da bin. Wenn es irgendwas im Lachen gibt und ich bin eine Zeit lang da nicht mehr. Wenn ich lache, ich krieg irgendwann keine Luft mehr und krieg keinen Ton mehr raus. Etwas, das bei mir so ist. Er erstickt, damit sie witzig sind. Kevin, wir müssen unsere Standards jetzt so erlegen. Oh Mensch. Naja. Sagen wir so, gut. Würde ich gerade selber noch streamen und hätte meine Facecam an, wenn sie funktionieren würde. Ich habe mir extra eine scheiß Cam geholt für den Podcast. Aber. Ach, du hast mit war einer. Ich habe schon die ganze Zeit eine. Sie leuchtet mich die ganze Zeit an. Warum machen wir dann keinen Podcast mit einer? Weil ich nicht für Jojo garantieren kann. Weil es könnte gut sein, dass Leute dann wegrennen. Kreischend. Nein, bei Jojo doch nicht. Ich hätte ja auch deine langen Haare sehen. Ich hätte ja auch eine Cam, aber die funktioniert nicht. Also ich habe mir dieselbe geholt wie Kevin und mit der habe ich extreme Schwierigkeiten mit dem Licht. Ich habe eine geholt, so? Die eigentlich extrem gut ist. Die Cam funktioniert überall. Nur nicht mehr an meinem Computer. Das ist gut. Wir haben so gut. Alles Mögliche versucht. Selbst die offizielle Hilfe davon hat nicht funktioniert. Selbst die offizielle? Wow. Haben sie gesagt, okay, es tut mir leid, wir haben keine Ahnung, was wir machen sollen. Schick's einfach zurück. Na gut, bei Windows, Microsoft kann man auch nicht viel mehr erwarten, aber. Ja. Also meine alte Cam, die ist von 0005. Die hat diesen PC, wenn ich es angeschlossen habe, Crash. Instant. Also, einfach Crash. Man muss sagen, die Cam funktioniert sogar beim PC von meiner Mutter. Aber bei mir nicht. Ja, siehst mal wieder, ne? Hast einen falschen Rechner. Ich hab einen Gamer-PC. Dein Low-Rechner, Alter. Hör mir auf, Alter. Komm mal auf. PC legen. Meinst du, die ganze Zeit hat es funktioniert und dann irgendwann, nachdem ich es einmal kurz umgesteckt habe, den USB-Stick. Schau mal, dann steck's wieder rein. Ich hab USB-Stick. UMP-Port. USB-Port. Ich hab alle meine Ports ausprobiert. Also würde ich mal bezweifeln, dass es daran liegt. Hast du auch schon mal andere Geräte an den Ports ausprobiert? Ja. Meine Maus sonst zum Beispiel. Sonst könnte ich weder meine Maus, noch meine Tastatur, noch mein Mikrofon, noch alles von mir benutzen. Ach so. Okay. Er redet eh nur. Jedenfalls. Gut, kommen wir jetzt mal zu dem Punkt, wo ich jetzt über meine Liste was sage, was ich geschaut habe. Tatsächlich wenig. Ich habe nur Dinge angeschaut, die ganzen aktuellen Titel. Und ansonsten, ich schaue mir momentan nichts Älteres an. Vielleicht habe ich was meiner Watch, meiner Lesezeichen. Ich scroll mal nach unten, das dauert meistens lange. Ah, Setsuna no Tempest habe ich letztes geschaut. Wisst ihr was? Meine Cam hat gerade, als ich sie angeschlossen habe, geleuchtet. Das geblinkt. Zum ersten und letzten Mal. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Es lebt. Ja. Jedenfalls. Jedenfalls. Setsuna no Tempest habe ich letztes geschaut. Und davor Nanatsu no Taizai. Was uns der Tadashi, also Peter von Anime Fan Clan. Ich will die ganze Zeit Fan sagen. Ich weiß nicht wieso. Von Anime Fan Clan. Ja, jedenfalls von Anime Fan Clan hat der mir das ja empfohlen. Und ich habe gesagt, ich habe das Ding noch nie vorher gesehen. Und dann habe ich es mir angeschaut. Und dann habe ich Mangas gelesen. Und dann hast du auf einmal zweimal gesehen. Und dann auch mal habe ich es zweimal gesehen. Und ich glaube, demnächst kommt ein drittes Mal. Ja. Das Ding ist gut. Sehr, sehr gut. Aber ihr beide könnt damit nichts anfangen, daher fickt euch. Einfalls, auf was ich momentan Lust habe, ist. Oh Gott, wie ist der? Jetzt habe ich vorhin den Namen gehabt, aber ich muss der Drache aussprechen lassen. Toll. Shakugan no Shana.
Ihr seid Arschlöcher, ich hasse euch. Ich hab's noch nicht gesehen, ich weiß aber, was das ist. Nee, ich weiß nicht, wo das ist. Das ist der Anime, der mich zurückgebracht hat. Zur Anime-Branche, in Anführungsstrichen. Weil ich habe eine Zeit lang, ich habe glaube ich ein halbes Jahr Pause gehabt, habe gesagt, ich brauche keine mehr, ich will nicht mehr sagen, ich habe das Video schon gesehen. Und dann hat meine Schwester auf der PSP, ich habe ja im Theater gearbeitet und habe Bühnenbild aufgebaut und musste ich das, während der Vorstellung durfte ich quasi im Publikum sitzen. Und da ich keinen MP3-Player hatte, habe ich die PSP immer mitgenommen zum Musik hören. Weil wenn du so ein Theater mitfährst, dann merkst du ganz schnell, dass du eigentlich immer erstmal dasselbe machst. Also dass das Stück meistens immer dasselbe, also immer dasselbe ist, weil die planen ja nicht irgendwie 24 Stücke ein, die machen die jetzt dann durch, ne? Sondern die haben ja meistens ein Stück und das machen die dann einfach in mehreren. Das war so ein Wandertheater vor allem. Und jedenfalls hatte ich das Opening von Shagugan no Shana auf der PSP. Und dann fahre ich so nach Hause, bin um 4 Uhr morgens daheim mit meinen 14 Jahren und höre das Opening. Und hatte ich so die Lust bekommen, wieder Animes zu schauen. Das ist quasi Shakugan no Shana, das Opening, das hat mich wieder zurückgebracht in das ganze Business hier. Also, ich habe letztens habe ich mir so gedacht, ja, ich muss den mal wieder anschauen. Aber dann wiederum, er hat einen ziemlich scheiß Plot. Und es ist halt wieder so ein 0850 Charakter. Protagonist. Protagonisten. Ja. Aber das Ding war schön. Und es wurde früher auch gehypt. Jetzt plötzlich ist es abgestorben. Niemand kennt das Ding noch. Finde ich komisch. Okay. Ja. Okay. Aber ansonsten nur Mangas gelesen. Alles aktuell gelesen. Fuka heute aktuell gelesen. Nanatsu no Taizai. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich weiß nicht mehr. Ist mir auch wurscht. Das habe ich also aktuell gelesen, also bin ich vor euch allen. Bitches! Ansonsten, ja, was halt gerade so unter meine Finger kommt, was manga-technisch angeht. Ansonsten, ja, das war's bei mir. Aber wahrscheinlich alles, was ich jetzt sagen würde, kennt ihr eh nicht. Richtig. Ja. Ich brauche professionelleres Team. Fickt euch. Ihr müsst euch mit Sachen auskennen, ihr Lappen! Ich kann ja gar nicht mit euch reden. Ich darf mir immer nur anhören, was ihr angeschaut habt. Und das kenne ich meistens eh schon. Und dann kann ich drüber reden. Ich bin ja zufällig, sowieso nur zufällig dabei gerade. Nee, ja. das ist kein Unterschied. Auch wenn du nicht da bist, ist das genauso. Okay. Wir kennen nichts. Mein Team kennt nichts. Ja. Wir gucken Anime und keine Manga. Ja, aber ja. Ich schaue auch Anime. Slam, nicht Manga Slam. Ja, das kommt noch. Jetzt steige ich aus. Ja. Ja. Aber es ist ein Anime- und Manga-Podcast. Jetzt habe ich es dir gegeben. Gut. Jedenfalls. Ja, gut, aber dann war's das eigentlich. Manga, also bitte. Dann war's das eigentlich mit dem Podcast für heute. Oder habt ihr noch irgendwas zu sagen? Das Ding ist, mit dem Quiz, willst du jetzt einen Selbsttest machen oder brauchen wir es halt erst beim Quiz machen? Gut, by the way, Kevin hat jetzt einen Quiz erstellt, das wird jetzt anscheinend alle 2 Wochen mal einen Quiz geben. Und ich würde sagen, du kannst die ersten 3 Fragen nehmen, danach verzweifle ich eh. Weil ich, nicht daran, dass ich das nicht weiß, aber weil mir einfach, ich weiß, so wie gestern, also dein Test, ich werde wissen, was du meinst, aber ich weiß nicht, wie ich es ausdrücke, beziehungsweise wie es heißt. Das ist nämlich bei mir oft der Fall. Jedenfalls, der Kevin hat einen Quiz vorbereitet. Vielleicht, Drachi, kannst du ja mitmachen. Gegebenenfalls, ich habe so einen fortgeschrittenen Anime-Quiz. Ist schon, ist viel dabei. Ja. Machen wir einfach mal die ersten 3 Fragen und dann werden wir es sehen. Okay. Ah, das denke ich mal, würde Nikolaus noch nicht kennen. Wie heißt das Team, das hinter den Visual Novels von Clint, Little Busters und Kanon steht? Hinweis: gerne wird ihr Name in den Anime auf Kartons versteckt. Ich hab's vergessen. Ich hab keine Ahnung, wie das Team heißt. Ich hab keine Ahnung, wie das Studio heißt. Deutsche Wort ist Schlüssel. Key. Ah, Key. Ja, Key. Ja, natürlich Key. Oh Mann. Und so wird's jetzt weitergehen. Ja, die zweite Frage ist ziemlich schwer. Also das wirst du, glaube ich, auch nicht. Du guckst doch keine Filme. Ich hasse Filme. Anime-Filme hasse ich. Hast du den ersten Film von Fullmetal Alchemist gesehen? Gegebenenfalls. Also, die erste Serie fortsetzt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe nur die Overs gesehen. Mit dem Crimson Alchemist oder so. Oder irgendwie eine 4 Folgen. Nee, dem Blind Alchemist habe ich mir angeschaut. Die Overs, aber ansonsten nicht. Nein.
Ich behalte einfach die Frage mal für die nächste. Ich nehme eine, die könnte der Nikolas auch wissen. In Death Note wird Light von einem Detektiven, der nur L genannt wird, gesucht. Wie ist sein richtiger Name? Du bist ein Stück Scheiße, ich hasse dich, Kevin. Ich habe keine Lust mehr. Ich weiß nicht, ob bis Folge 5 überhaupt schon der richtige Name genannt wird. Also nein, tut er nicht. Der wird der gegen... Name wird, der richtige Name wird nicht ein einziges Mal im Anime genannt. Nee. Ja. Der richtige Name ist Laudiet. Schön für ihn. Geil, ne? Okay, die... Oh Mann. Dadurch, dass du mir erst gerade gesagt hast, dass der Name kein einziges Mal genannt wird, weiß ich schon mal, dass ich gespoilert wurde. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wirklich nee. Nicht. Du wirst nicht gespoilert. Das ist wirklich kein Spoiler. Ja. Nein, nur bei Death Note. Nein, es wird kein Spoiler. Das ist kein Spoiler. Du wirst schon sehen. Gegebenenfalls. Aber du sollst es gedroppt und du sollst es auch gedroppt lassen. Und schau dir mal Tengen-Top an. Du hast jetzt... Warte, wir haben heute Freitag, 20 Uhr. Ja, es könnte knapp werden, aber du schaffst das bis Sonntagabend. Beide Serien. Sagen wir es so, morgen... Nee, ist mir egal. Nächste Frage raushauen. Leitzeit. Okay. Sonntag. Ja, ist gut. Ist gut, Nick. Okay, haut die letzte Frage raus. Für welches Getränk wird im Anime Steins Gate reichlich Werbung gemacht? Dr. Pepper. Ja. Habe ich auch gerade wieder neben mir stehen. Ich trinke mal einen Schluck. Oh, die eine Frage muss ich auch noch nehmen. Wie heißt die Vorlage des aktuell laufenden Anime Death Parade? Die Vorlage? Mhm. Das Ding ist gut. So heißt es aber nicht. Das ist eine Frage. Ich hab's mir nicht angeschaut, ich habe keine Ahnung, interessiert mich nicht. Death Parade interessiert mich nicht. Warum? Das Ding ist gut. Warum hast du das jetzt gefragt? Weil ich die erste Folge nicht gut fand. So. Die Antwort wäre Death Billiards. Was? Death Billiards. Wie ist die Vorlage? Das war eine. Natürlich wusste ich das! Ich habe so viel Erfahrung mit diesem Anime und ich habe so viel Interesse an dem, dass ich mir nachschauen kann! Ja, sein können, wie du Sachen guckst. Ich hab dir direkt letzten Podcast schon gesagt, das Ding ist scheiße. Aber ich werde dich wahrscheinlich durchzwingen. Durchzwingen heißt nicht, dass ich das Ding genießen werde. Und auch wahrscheinlich nicht, dass ich mir die Vorlagen anschauen werde. Dann nehme ich noch eine andere Frage, die dir sehr viel Spaß bereiten wird. Ich hasse dich so sehr. Wie heißt Madokas Club in dem Anime Rine Lola Grange? Der Jersey Club. Und das also, wäre auf Deutsch? Oder der Sportanzug Club. Richtig. So, wo ist mein 5 Euro? Ich habe 2 Fragen richtig beantwortet. Von 7 oder 8. Das sind doch 5 Euro wert. Wir schenken dir den kostenlosen Manga. Wenn der per Post zu mir kommt, habe ich kein Problem damit. Ja, er hat gesagt, wir schenken dir den kostenlosen Manga. Ja. Nur damit du das verstehst. Ja, ich weiß. Aber das Ding will ich physisch da haben. Ansonsten nein. Ansonsten kommen die 5 Euro. Wir drucken die orange Marmelade aus und schicken es dir dann. Oh, das ist so schön. Bitte mach das. Das ist so schön. Ja, los, zack, zack, nächste Frage. Wir machen bis 20.30 Uhr und dann ist Feierabend. Okay. In der Hut. Wie heißt die Gruppierung der Gottesverachtenden in Angel Beats? Was? Ah, Angel... Ach du Schande. Die Gottesverachtenden. Oh, SSS oder so. Keine Ahnung. Und das die haben doch dauernd Namen geändert. Nur in der ersten Folge. Danach hatten sie einen festen Namen. Ich bin Kevin, ich scheiße klug. Ich weiß es nicht mehr. Das hat doch auch nur rausgeschrieben. Ja. Also der japanische Name wäre Shinda Sekei Sensen. Ja, der englische Name wäre Afterlife Battlefront. Ja, im Deutschen heißt es, die Sterben ist schrecklich Front.
Die deutsche Synchro allerdings, muss man einfach sagen, zu Angel Beats ist wahnsinnig gut. Also die TK spricht aber nicht Deutsch, oder? Metal Alchemist. Nee, TK spricht Englisch. Gott sei Dank. Ja, nächste Frage. Wir haben noch 6 Minuten. Darfst du mir noch quälen? Danach wirst du gekündigt. Ich hau jetzt doch mal die schwere Frage raus. Welches historische Ereignis von 1923 zeigt der erste Full Metal Alchemist Film? Nicht diesen komischen Alchemistenkrieg? Oder das mit dem komischen Sanddörfchen da? Sanddörfchen? Nein. Nee, irgendwas war da. Irgendein Krieg war da. Die reale Welt. Was? Von der realen Welt. Ach so, wo keine Ding... Warte. Der Film spielt in unserer... Oh, der Film wird... Deswegen habe ich dich gefragt, ob du... Lutsch doch Cox, Junge. Niemand will dich. Aber der Film setzt die Serie gut fort. Ja, schön. Gut, dass die Serie scheiße war. Was du nicht? Die im Vergleich zu der zweiten Serie... Scheiße. Doch. Nee, nicht scheiße. Doch. Gut. Die Full Metal Alchemist Brotherhood ist verdammt perfekt. Und Full Metal Alchemist ist gut. Verdammt perfekt und gut. Das ist wie Himmel und Erde. Wie heißt das in Slice of Life Anime gern genutzte Syndrom, was dafür sorgt, dass Jugendliche denken, sie würden in einer Fantasy-Welt leben auf Deutsch? Ach, Tester-Syndrom. Richtig. Jetzt krieg ich schon 10 Euro, danke. Wie viel Geld muss man bezahlen, um Yatus-Dienste in Noragami entgegenzunehmen? Oh, waren es nicht irgendwie so 50 Cent oder so gefühlt? Waren 5 Yen. Ja, 5 Yen. Das ist wie viel Cent? Weiß ich gar nicht, das sind nicht mal 1 Cent. Also es wären nicht mal 1 Cent. Ja. Wie heißt das Nachfolgermodul des Nerf Gear aus Sword Art Online? Ach, Nerf G2. Nee, so einfach. Hier. Ach Gott. Ach Gott, es ist wieder so lange her, dass ich es geschaut habe. Es wäre genau 4 Cent beim Bau. 5 Yen. Oh, nein. Wellen nicht. Es wäre 0,04 Euro nach dem Umrechner. Echt? Zweifel ich. Hast du nicht vielleicht 50 Yen gemacht? 1 Euro sind 131 Yen. Nee, da steht 5 Yen. Hier. Das ist die Emu-Sphere. Ach Gottchen. Ach Gottchen. In welchem Schulclub sind die Protagonisten aus Hyoka? Also diesem Detektivschul-Ding. Was ist ein Ding? Kennst du das nicht? Hyoka? Hyoka. Oder Hyoka oder wie auch immer man das nennt. Erzähl mal den Plot. Es geht um einen... Ja, um einen Jungen, der eigentlich Bock auf gar nichts hat und dem seine große Schwester zwingt ihn dann, einen gewissen Club zu besuchen. Wo er dann anfängt, so langsam ein Schuldetektiv quasi zu werden. Nee, sag mir nichts, hab ich nicht gesehen. Echt nicht? Nein. Okay, gut, dann lasse ich das unbeantwortet. Wie heißt die terroristische Gruppe von 9 und 12 in Sankyo no Terror? Oh Gottchen, keine Ahnung. Ich sehe echt zu wenig Animes. Sphinx. Sphinx, genau. Es ist hinten, weißt? Da, wo unnützes Wissen drin ist und wo ich nicht in diesem Moment reingehen möchte. Da fällt alles um, wenn ich da reingehe. Okay. Von welchem bekannten amerikanischen Schauspieler ist der Anime Afro Samurai? Samuel L. Jackson. Richtig. Jetzt ist schon 15. Wie heißt Takasus Papagei aus Toradora? Inpo. Nee, halt. Inko. Nee, das hat er immer gesagt, Inko. Oh, warte. Richtig. Warte. Psst. Nee, ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht. Du hast eben schon das Richtige gesagt. Das ist nicht sein Name. Auch Inko-chan heißt er. Oh. Ich dachte, das sagt er immer. Und das ist eine Anspielung an Scheiße. Deswegen. Aber wenn wir gerade bei Chan waren, hätte ich noch eine Frage, wo ich mir jetzt eine Minute benutzen könnte. Und zwar, Chan ist ja eigentlich die Verniedlichungsform. Ja. Warum ist dann aber das Wort für große Schwester Onee-chan? Weil die Schwestern sich gegenseitig verniedlichen? Weil auch ein Bruder kann die große Schwester Onee-chan nennen. Ja, weil es halt die jüngere Schwester ist. Ja.
Sagst du nicht zu deiner, würdest du deiner großen Schwester nicht sagen, Schwester Herzchen? Nein. Ja, ich auch nicht. Weil die kleine Schwester hat schon wieder einen komplett anderen Begriff. Deine Schwester wird nicht Oni-chan genannt, nur die große. Na klar. Monesan. Ich glaube, ihr redet oder einfach nur Oni. Vorbei. Ja, du brauchst keine Logik suchen. In Japanischen gibt es kaum Logik. Sachen funktioniert und es ist einfach, das passiert einfach. So ist Japan. Das Sachen ist passieren und es passiert. Und in den Anreden gibt es viel Logik. Nee. Weiß, wie ich find. Nee. Dann ich habe alle Anreden gelernt. Das ist letzte nicht schwer. Letzte Frage. Okay, letzte Frage und dann ist Schluss. Für immer. Wie lernen sich die Protagonisten Mashiro und Takagi in Bakuman kennen? Takashi ist ein scheiß Stalker. Und sitzt in der letzten Ecke, letzten Reihe der Tische in der Schule, hat dann gesehen, wie er rumzeichnet. Und da er schon immer ein Mangaka werden wollte, hat er dann aus Versehen, beziehungsweise als dann Mashiro seinen Ordner, wo er alle seine möglichen Zeichnungen drin hat, vergessen hatte, hat Tadashi die Möglichkeit genutzt, um das Ding, also auf Mashiro zu warten und ihm zu fragen, ob er ihn heiraten möchte. Also Takagi wollte nicht Mashiro heiraten. Ich weiß. Das war schon mal halbwegs richtig. Das war richtig. Das war richtig. Wen hat Mashiro? Ja, seine Ische, die ich den Namen nicht kenne, die er will, aber okay, zu schüchtern ist zum Kacken. Ist schon okay, wenn du einfach nur sagst, Ische, ist schon okay. Ja, war auch richtig so. Ja, ich weiß, dass es richtig war. Deswegen haben wir auch gesagt, heiraten. Weil ich dachte, es war schon so obvious, dass du den Rest nicht mehr brauchst. Aber nein, ich bin Kevin. Ich muss zu 100% alles richtig haben. Herrgott. Ja. Gut. Mann. Gut, ich würde sagen, damit beenden wir es. Nächster Podcast ist dann hoffentlich mit mehr Leuten. Mit besserer Besetzung und dass wir auch tatsächlich dann das Quiz durchziehen können. Ja. Am 20. März hier... Nick, du bist herzlichst eingeladen, falls du Lust hast. Ich weiß jetzt schon, mindestens einer sagt, 5 Minuten vor... 20. März. März um 19 Uhr haben wir den nächsten Podcast. Gegebenenfalls. 20. März habe ich Theaterprojekt. Um 19 Uhr hast du das Theaterprojekt, okay. Ja, von der Schule aus. Mein Mitleid. Darf man mehr wissen? Nein, will man nicht. Ich bin so ein bisschen interessiert in sowas. Ja, mach das irgendwann später, nach dem Podcast. Man kann nach dem Podcast mehr wissen. Okay. Gut. Jedenfalls, das ist der Anime Slam Podcast Nummer 30. Der nächste wäre dann logischerweise der 31. Nein. Doch. Das kann unmöglich sein. Doch, Mann. Ich hatte es erst heute, wie viele in meiner Berufsschule nicht bis 4 zählen können. Also, ich mache das nicht nochmal heute. Das war eine 2-stündige Diskussion. Also, ich brauche das jetzt nicht nochmal. Danke. Also, der nächste Podcast ist der 31. Findet statt am 20. März ab 19 Uhr. Vielleicht wieder mal 5 Minuten später als heute. Lag aber heute daran, dass einfach zwei unseres Teams einfach entschieden haben, ja, heute ist ein schöner Tag, wir ärgern den Pavel. 5 Minuten vom Podcast sagen wir ab. Ja. Und gegebenenfalls passiert das nicht nochmal. Möglicherweise doch. Aber der Drache uns jetzt schon absagt. Ja, mal schauen. Vielleicht habe ich auch Zeit. Ja. Kommt drauf an. Na gut. Jedenfalls, das war der Anime Slam Podcast. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zum 20. März. Auf Wiedersehen. Ciao. Oh.